Das Vorbild, das sich Manfred Luft für seine neueste Kreation ausgesucht hat, ist ziemlich abgefahren. Oder anders ausgedrückt, es ist in der Tat ein stämmiges Wohnhaus. Das Stumphaus, Stumpfhaus stand um 1910 bis 18, glaube ich, in Edgecombe. Das ist südlich von Washington, Seattle da oben. Und dort wurde eben auch die Redwood-Bäume abgeholzt. Die Außenwände standen also schon und der Rest hat sich dann schnell gefunden. Das Modell zeigt so einen Baumstumpf, der von irgendeiner, ja, die eine Wohnung gesucht haben oder was zum Unterkommen, hat das jemand ausgehöhlt. Und da haben immer wieder mal über die Jahre verschiedene Familien drin gewohnt, bis zu 4 Personen. Und das auf 2 Ebenen. Im Obergeschoss befinden sich 4 Schlafstätten, derzeit ein malader Waldarbeiter und 2 eher ungebetene Gäste. Der arme Leidende hier soll gestern Abend sehr, sehr tief ins Glas geschaut haben. Und nun muss er dafür büßen. Im Erdgeschoss befindet sich, wenn man das so modern sagen darf, die Wohnküche. Alles ist vorhanden und alles hat natürlich Manfred Luft auch akribisch dargestellt, bis hin zur Leiter ins Obergeschoss. Manfred Luft hat sicherlich einen Grund, warum er gerade so ein Vorbild ins Modell umgesetzt hat. Das Außergewöhnliche hat mich fasziniert und dann habe ich das ins Modell umgesetzt. Der Baumstumpf ist aus Gips, von handgeschnitzt und das Dach aus verschiedenen Hölzern und Dachschindeln und ein bisschen Draht hier und da. Und natürlich Figuren außen, aber sind normal zugekauft. Einfach genial oder anders ausgedrückt, Lufts Baumstumpfschloss.